Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Ich habe Hunger und das passt sehr gut, denn ich habe heute für dich das Unboxing der Degusta-Box. Es ist Freitag. Ich komme gerade von der Arbeit. Ich habe heute irgendwie vergessen, Mittagessen zu essen. Und jetzt habe ich Hunger. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zu erfahren, was sich in dieser Degusta-Box verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Und in diesem Video kann ich auch tatsächlich eine Degusta-Box an einen von euch verlosen. Was du dafür tun musst, steht unten in der Degusta-Box vor allem, ne? In der Infobox. Schau einfach vorbei. Man merkt, mein Gehirn ist nicht ganz so mit Kram versorgt. Ich habe echt Hunger, ne? Und mir läuft gerade das Wasser im Mund zusammen, obwohl diese Box einfach zu ist. Ich habe gehört, dass diese Degusta-Box tatsächlich, weil ich bin ja Kooperationspartnerin quasi von der Degusta-Box, dass dort auch ziemlich viele Neuheiten drin sind. Ich glaube 7 Neuheiten, also Produktneuheiten. Ich bin bewaffnet mit einem Glas und Löffeln und einer Gabel und hoffe, dass da auch sättigende Sachen drin sind. Ich nehme die Schere. Und du hast immer so 10 bis 15 Produkte pro Box. Der Warenwert der Produkte übersteigt dem Preis, was du ja quasi monatlich dafür bezahlst. Und das ist eine Foodbox, die du halt monatlich auch kündigen kannst. Und ich hab so Hunger. Genau. So kommt die Degusta-Box an und sie ist wirklich, wirklich schwer dieses Mal, was ich sehr begrüße. Das ruft dann quasi, dass es was zu essen gibt. Wir haben hier von Enerbio ein Magazin drin. Da sind auch Kochrezepte mit drin, das finde ich cool. Enerbio habe ich, glaube ich, auch einen Adventskalender hier stehen. Den habe ich mir heute von Rossmann geholt. Enerbio Genuss Plus, der Exquisite, bla bla bla. Da sind mehrere Marken drin. Genau. Hier haben wir das Infoblatt, wo drin steht, was drin ist. Und auch die Info, hey, Leute, holt euch den Adventskalender mit dem Code ADVENT2019, sparst du Geld. Und ja, auch ich werde ihn natürlich vorstellen. Du bekommst 10% Rabatt. Und ja, das sieht doch schon mal ganz cool aus. Ne? Bekommst du den für 35,99, da kannst du nichts zu sagen. Weitermachen. Hier haben wir schon die Produkte. Mega. Okay, als erstes habe ich hier von Tiora Black Tea Breakfast Blend. A hint of New Zealand Manuka Honig. Ach, das ist Tee, ne? Okay, den kann ich jetzt nicht essen. Der wird mich nicht satt machen. Hinten steht es auf Englisch drauf. Aber in dieser Produktkarte steht es auf Deutsch drauf. Tiora bedeutet in der Sprache der Maori Tee des Wohlbefindens. Für uns ist das mehr als nur ein Name. Deshalb stellen wir unsere Tiora-Tees aus sorgfältig ausgewählten und schon verarbeiteten Inhaltsstoffen her, jeweils abgerundet mit einer natürlichen neuseeländischen Zutat. Ja. Und in dem Sinne ist das ja Breakfast Blend and a Hint of New Zealand Manuka Honig. Finde ich ganz lecker. Also ich mag sehr, sehr gerne Honig. Manuka Honig soll ja nochmal so eine Stufe krasser sein, gesünder sein. Also von daher sehr, sehr cool. Gefällt mir. Jo. Nee, das ist in Teebeuteln. Das ist gar kein loser Tee. Das begrüße ich auch sehr. Sehr schön. Als nächstes haben wir hier was zu trinken. Und dann gleich 2 Stück. Ein Biermischgetränk mit Hanfextrakt, das enthält leider Alkohol. Das heißt, ich werde es nicht trinken. Das ist von Hanfkiss. Relax, take it easy. Cannabis-aromatisiertes Biermischgetränk. Läuft, ne? Ja, kann ich jetzt wirklich nicht zu sagen. Ich habe da 2 Stück von mit drin. Ich bin antialkoholisch unterwegs. Deswegen bekommt unser Besuch dann entsprechend, wenn er möchte, mal ein Hanfbier. Witzig. Es ist übrigens von Oettinger ein Bier. Interessant, ne? Ja. Hey. Irgendwas ist umgefallen? Ja, egal. So, das dürfte sättigend aussehen. Das ist Cookie Duff Chocolates von Halloren. Schoko Drum Keksteig zum Naschen. Mega. Ich liebe Keksteig. Losen Keksteig. Ei. Ja, dann bleibt mir ja nichts anderes übrig. Oh, das sieht aber schick aus, ne? So richtig wie eine Pralinenschachtel. Du hast hier wirklich Keksteig drin, ne?
Boah, sau lecker. Dieses leicht salzige von dem Keksteig zusammen mit diesem süßen vom Keksteig und dieser süßen Schokohülle, boah, das Ding wird sehr schnell leer sein. Das ist so lecker. Mhm. Und es ist auch noch Fairtrade Cocoa Program. Auch das ist mega geil. Oh, guck mal, das ist Deutschlands älteste Schokoladenfabrik, die Halloren-Marke. Wusste ich gar nicht. Das hatte ich schon mal irgendwo in der Box mit drin, das finde ich cool. Original Wild Corn Dragon Spice Popcorn mit Ingwer, Pfeffer und Zimt. Wow. Wow. Da hatte ich, glaube ich, letztes Mal auch was von probiert und fand es lecker. Ja, sieht einfach aus wie Popcorn. Da ist jetzt so nicht viel drum zu, ne? Ja, schmeckt voll lecker. Jetzt nach dem Cookie Duff ein bisschen krass, ne? Das hätte ich ihn andersrum essen sollen, aber es ist lecker. Oh. Schön würzig. Ohne Zuckerzusatz, ohne Konservierungsstoffe, gluten- und laktosefrei. Snack dich gesund. Dass du in diesem Video eine Box gewinnen kannst, habe ich gesagt, ne? Man kann auch sowas gewinnen. Das ist voll lecker. Und den Keksteig. Oh. Da ist die Popcorn-Tüte leer, denn ich finde es echt lecker. Dieses Herzhafte ist so geil. Und es ist Bio. Nicht frittiert. 227 Kilokalorien pro Packung. Cool. Sehr, sehr lecker. Guckt euch das an, wenn ihr so würzige Sachen mögt. Wundert euch nicht. Popcorn ist ja normalerweise sehr, sehr süß, aber das hier ist einfach würziges, leckeres Popcorn. Oh. Von Mikeworn. Cereal Snack Hafer mit Vollmilchschokolade, knusprige Hafernaps mit Vollmilchschokolade umhüllt. Wird probiert. Das ist mit wieder Verschluss, steht hier drauf. Ja, das sind halt so Taschen. Kissen, Taschen, was auch immer. Und die sind hohl von innen. So Hafertaschen hatte ich, glaube ich, mal für meine Hamster. Sieht so ähnlich aus, ne? Sonst hätten die Taschen genommen und dann einfach Schoki drum zu gemacht. Finde ich aber lecker. Original, so sieht das aus. Das schmeckt wohl ganz gut. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken, ne? Ich sag grad, wir haben hier ein Getränk. Nein, wir haben etwas, was ich auf meiner Einkaufsliste stehen habe. Finde ich sehr gut. Und zwar Filippo Bergio Extra Virgin Olive Oil. Mhm. 250 Milliliter sind da drin. Das ist einfach Olivenöl. Das ist sehr, sehr praktisch, denn ich wollte tatsächlich, also heute fahren wir einkaufen, heute ist Freitag, Olivenöl nachkaufen. Gut, dass ich die Box vorher aufgemacht habe, denn wir haben jetzt wieder Olivenöl. Super. Ja, Olivenöl. Werde ich jetzt nicht probieren, oder? Ne? Kommt halt super bei italienischen Speisen und so. Mein Freund wollte tatsächlich am Wochenende auch Spaghetti Bolognese kochen, deswegen passt das richtig gut dazu. Klasse, gefällt mir. Mega. Gedankenübertragung. Es geht schon los hier. Oh mein Gott. Die Frau muss was essen. Das Gehirn nicht gut. Three Bears. Das ist eine neue Sorte. Porridge, genau richtig. Feiner Kakao, kernig mit Kakao-Nips. Okay, Nips hatten wir ja eben schon mit Schokolade ummantelt und das sind quasi diese Hafertaschen oder diese Taschen und dann zerstampft und dann hier mit reingemacht. Ja, das bekommt wahrscheinlich eher mein Freund, weil ich nicht so bei solchen Speisen für Kakao bin. Also auch so, was Müsli und so angeht, bin ich nicht so der Schoko- oder Kakao-Fan, merkwürdigerweise, weil sonst liebe ich Schokolade. Ja, ne? Aber ist auf jeden Fall bestimmt lecker. Ich mag die anderen Sorten von Three Bears total gerne. Kann ich nur unterstützen. Richtig, richtig leckeres Zeug. Porridge. Nom. Lecker. So. Ich möchte was trinken. Und hier ist was drin. Das ist gut. Koffeinhaltiges Erfrischungsgetränk mit Mate-Extrakt. Mate-Cola auch wieder von Oettinger. Das ist doch auch neu. Sowas habe ich noch nie vorher gesehen. Mit Koffein aus natürlichen Quellen. Ne? Und das ist so eine Flasche. Das ist ja cool. Also an alles habe ich gedacht, außer an einen Flaschenöffner hier. Unfassbar.
Ja, ich bin eigentlich voll schlecht drin, solche Flaschen mit Feuerzeugen zu öffnen, aber ich versuch's mal. Ich habe es eigentlich vor 3 Jahren auf dem Bau gelernt. Und da konnte ich es dann auch. Jetzt? Oh! Einmal muss ich noch nachpoppen, aber hey, ganz ehrlich, ich habe es hingekriegt und ihr wart live dabei. Ich bin begeistert. So, probieren wir. Ich muss es jetzt nicht in ein Glas füllen, weil das ist ja in einer Glasflasche, ne? Prost. Riecht wie Cola. Schmeckt wie wirklich leckere, würzige Cola. Hat was auch ein bisschen von Afri-Cola. Mmh. Mega lecker. Boah. Ach nein. Das ist ja richtig geil. Das hier ist wohl eine Delicious Candies. Das soll quasi so eine Nudelpackung vom Chinesen nur halt als Süßigkeiten darstellen. Das finde ich ja großartig, ne? Boah, ich werde sowas von Bauchschmerzen nachher kriegen. Von Loco Look ist das. Wir haben... Ach so. Hä? Das soll dann wahrscheinlich die Gewürzmischung darstellen. Geil. Dann haben wir jetzt alle Tütchen ausgepackt. Also Tüte in Tüte in Tüte finde ich jetzt relativ dämlich. Also wir haben erstmal hier die Spaghetti oder ne, die Nudeln halt, die Nudels in verschiedenen Farben, wovon ich mir natürlich erstmal eine gelbe gönne. Und eine rote auch. Das sind Garnelen, Leute. Es ist einfach wunderbar. Ich muss sie richtig rumhalten, ne? Dann sieht man die auch richtig. Die ist so zusammengeklappt quasi. Da haben wir 2 rosane. Ist ein bisschen härter. Eine orangene. Gemüse. Da weiß ich nicht, was das darstellen soll. Da haben wir 2 Stück von. Ein richtig hart. Ja. Ein Ei. Irgendwas, was auch immer das darstellen soll. Da haben wir 3 Stück von. Die finde ich übrigens immer sehr, sehr lecker. Oh ne, die sind sauer. Und halt so ein gelbes Puff. Und ein pinkes Puff. Das pinke Puff wird gegessen. Oh, Marshmallow. Ich finde es auch unheimlich witzig. Raw Chocolate von Enerbio mit Kakao-Nips und Meersalz. Ist das Wort Nips irgendwie das Wort des Jahres 2019? Finde ich irgendwie ganz, ganz witzig, weil das jetzt schon das 3. Mal ist, dass mir das hier in dieser Box über den Weg läuft. Ja, ist nicht so wirklich was für mich, weil die zu dunkel ist. 82% Kakaoanteil. Nein, danke. Ich mag das eher, wenn es süßer ist. Ne? Vegan, glutenfrei, laktosefrei. Ist alles ganz nett. Ja, ne, ist eine Eigenmarke von Rossmann. Wird bestimmt da lecker schmecken, wenn du halt so gerne diese mega hochprozentige Schokolade magst. Ich nicht. 2 Sachen haben wir noch. Einmal ein Fruchtgetränk von Valensina. Die perfekte Verbindung aus Frucht und Wasser. Viva Orange Maracuja Mango. Voller Geschmack, 30% weniger Zucker, ohne Süßungsmittel. Orange Mango Maracuja. Jo. Das ist so ein Tetrapack. Was wir einfach schütteln. Ja, sieht aus wie Orangensaft mit Maracuja und Mango, oder? Prost! Oh, das schmeckt richtig lecker fruchtig. Boah, nicht zu süß, aber auch nicht zu sauer. Sehr, sehr sanft, mild, lecker. Gefällt mir. Lecker. Mmh. Wird auf jeden Fall jetzt die Tage leer getrunken. Muss ja auch recht bald leer getrunken werden. Ne? Und es ist vegan. Das letzte Produkt, was wir hier mit drin haben, wird mich nächste Woche begleiten. Denn ich hole mir ja jede Woche ein Brot. Und zwar ist das hier ein Proteinbrot. Das finde ich auch total super. Ne? Ein Proteinbrot. 400 Gramm. Ja, vorgeschnitten. Ja, aber sowas mag ich ganz gerne. Ist, glaube ich, auch mit sehr viel Eiweiß auch drin. Und ja, ne? Finde ich lecker, sowas mag ich, sowas gefällt mir und das werde ich dann mir mit auf die Arbeit nehmen und mir ein Brot schmieren. Leute, ich fand die Box mega gut, wirklich. Also es gab jetzt kein genaues Motto oder so von der Box, es ist einfach die September-Box. Und ich finde, man wird schon so ein bisschen durch die Produkte ein bisschen auf die kalte Jahreszeit, auf den Herbst vorbereitet. Du hast einen Saft mit dabei, der dich so ein bisschen
mit Vitaminen versorgen soll. Du hast da diesen Keksteig mit dabei, der so zeigt, okay, so langsam fängst du an, drüber nachzudenken, wieder zu backen, weil du halt weniger draußen bist, bist du mehr drin und machst mehr drin und dann backst du vielleicht mehr, weil du die Zeit dafür hast und auch einfach Bock drauf hast. Interessantes Popcorn, einfach mal, um ein bisschen Wärme reinzubringen durch Pfeffer, Ingwer und Zimt war das, glaube ich. Ja, ja, passt. Ein bisschen witziger Spaß mit Süßigkeiten und so. Also alles in allem wirklich coole Produkte, die mir sehr gut gefallen haben. Bis auf die eine dunkle Schokolade, die nicht so ganz meins ist, hat mir alles sehr gut geschmeckt. Und das hat mich noch nicht hundertprozentig satt gemacht, aber ich esse ja gleich noch weiter. Also von daher hat mir gefallen. Doch, war eine gute Box. Ich blende dir auch hier mal den Gesamtwert der ganzen Produkte ein. Ich denke auch, wie immer, wir sind natürlich über dem Wert, ne? Vielleicht so 25 Euro hätte ich jetzt getippt. Ganz grob, ich sehe draußen läuft mein Hund rum, Sammy. Ja, moin. Ja, ansonsten würde ich einfach sagen, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir hier oben meine Playlist, wo ich dir meine ganzen Unboxings, meine Abo-Boxen verlinke. Hier unten verlinke ich dir meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast und du solltest es tun für die Verlosung, dann kannst du mich da oben gerne einmal kostenlos abonnieren. Würde ich mich echt drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!